Mann. Wo jetzt? Was? Jetzt sind wir wieder. Hä? Oh Mann. War da wieder rein? Wie? Ach so. Oh, das ist eine Batterie. Direkt vor der Schnauze, ey. Okay, cool, cool. So, da geht's halt nicht lang. Zwei Batterien auslassen. Oh Mann. Okay, da kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen hierher. Wir machen mal zu. Das ist klar. Emergency Evacuation. Evakuation. Keine Ahnung, wie man das jetzt. Oh, kranke Sau, ey. Noch eine Batterie, das ist gut. Haben sie gut gemacht. Finde ich den Weg zur Männerstation. Nicht anders, so sehe ich hier nichts. Ah, ist auch noch flink über den Tisch, du. Und nun, fliegende Rehe. Ach, hier oben rein. Ah, was ist denn mit ihr? Wer hat dich denn da oben rein gesteckt, geschoben, gezogen? Wow. Heftig. Was ist das? Hallo? Was ist denn das für ein gestörter BA? ST? Eieiei. Ach du heiliges Kanono. Müssen wir da jetzt durch? Oh Mann, okay. Ich glaube ja. Dann langsam, ja, speichert. Okay, okay. Da sind wir also richtig. Aber die, guck mal, dass wir den Bohlen richtig laufen. Alter. Kopf über aufgehängt, Kopf runter aufgehängt an den Füßen. Ja, bis das Blut in die okay, da gibt es sogar was zum Lesen. Mal meist Blaubartsfrauen. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäute Hasen, verstümmelte Männer, gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er erschafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen. Die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst. Pisse und kupfernes Blut, Fleisch, das zum Aas wird. Fleisch, das zum Aas wird. Also kupfernes Blut, hey? Was? Alles klar. Hier ist zu. Okay. Müssen wir mal. Mann, richtig ekelig hier. Mine.
darf doch nicht wahr sein. Hör auf zu stöhnen, Mensch! Ich muss da raus, ich komme hier sonst. And a happy new year. Ich versteck mir das. Weiß nicht, wo der rummuppelt, ey. Oh, ich muss warten. Hab eine Batterie, sehr schön. Lass auf, sonst komme ich wahrscheinlich hier nicht wieder raus, sondern nicht wieder rein. Das sah aus wie eine Batterie. Überall zu. Oh, das ist das Schlüssel. Ach Mann, da rein. Ah. Geh doch. Oh Mann. Warte, ich will da oben wieder hoch. Ich denke mal, warte, oh, 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 aua, aua. Diese miese Ratte, komm schon. Ja, komm, 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 ab durch die Küche. Ach, scheiße. Ach, hier geht's aber, komm. Erhol dich wieder von dem Schlag, bitte, bitte, bitte. Wo, wo war das denn? Hier war das, genau. Ah, was, was, ey! Oh, ah, mein Kopf. Was, da, so will ich doch ein. Ich gebe mir Mühe, Nein! Was? Er will mich aufhängen. Ah! Wo hat er mir das Seil denn jetzt erst gemacht? Am Hals. Oh Mann, ich, mir bleibt die Luft weg. Hilfe! Ach so, mit der Maus. Hilfe, ich hänge hier noch fest. Been beautiful.
Bier, du hast doch nicht mal alle. Scheiße. Ich habe es da mal mit der Maus, ich habe links, rechts mit der Maus gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Maus jetzt links, rechts rücken muss. Okay, da haben wir wieder einen Eintrag. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann, seine Eigenweide sind zerrissen, Eingeweide und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Lachen, fand ich. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Dieser Typ ist ja weg hier, ey. Ist ja nicht mehr normal hier. Kranker Lauch, Alter. Und, hopp, da drüber, jawohl. So, jetzt wieder hier zurück. Hallo. Da war also, okay, deswegen waren wir da auch schon wieder drin. Junge, Junge. Jetzt mal diesen Kasten hinter uns lassen hier. Jetzt wird aber ruhig. Malwort. Wort, weiß ich jetzt nicht natürlich, was heißt. War Maler, war glaube ich, war Männchen. Was ein Schrotthaufen hier. Überall Dreck und Müll und Müll und Dreck und. So, machen wir zu hier. Silas Knisley, Human Resources and Correction. Was haben wir hier? Jermaine Dallier, Deputy Director Colonic Hydrotherapie. Ihr seht doch aus, als hättet ihr. Okay, wie hattet ihr. Ja, ich frage das. Oh, da. Was? Oh Gott, da brennt's. Jo, da brennt's Gebäude ab. Wenn sich das überträgt auf das restliche Gebäude, dann würde ich sagen, dann ist eine Horroranstalt finito, wo jetzt diese schillige Musik wegkommt. Okay. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ja, die wirst du da nicht finden, ne? So. Okay. Soldaten. Da sind noch welche. Okay. Die sollten uns, glaube ich, nicht sehen, oder was? Schauen wir uns erst hier um, ob noch irgendwas ist. Batterie? Okay, nehmen wir Batterie mit. Boah, die Musik wird ja echt gerade mal echt grausam. Jetzt ist die Musik weg. Okay. So, was haben wir denn? Sollte ich sterben? Nein, war das? Ich denke mal auf J. Von Helen Granat.
Ziehen Sie den Stift, zählen Sie bis drei und werfen Sie die Granate. Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit den Spitznamen der Gruftwächter belegt haben, und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306-8,14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitopotenzial des neuen Projektes. Weil die Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden einen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinen Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zu lassen, sodass ich zukünftige Resultate mit einem eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Grant, Granatapfel, Merker auf deine juristische Schadensbegrenzung, jawohl. Okay, gerade war die Musik aus, jetzt geht die Musik wieder. Halt!